Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 vom Corbel Space Programm. Ja, sind wir drin in unserem Spiel. Letztes Mal hatten wir ja den Fallschirm getestet, aber der Decoupler, das hat nicht geklappt und dafür müssten wir eigentlich zusehen, dass wir da nochmal hochkommen, ne? Ja. Müssen wir gerade diese Rakete nochmal holen. Schirmtrenntest, da ist er. So. Ich nehme mal diesen hier. Da unten ist er. So, jetzt müssten wir... Den können wir erstmal entfernen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Obwohl, sinnig wäre es jetzt gerade einmal gerade im Space Center da nach den Aufträgen zu gucken, ne? Ja, komm, machen wir anders. Abbrechen. Das ist der normale. Den machen wir da mal drauf. Und... Nennen wir erstmal nur Trenntest. Speichern wir da drunter. Jetzt gehen wir nochmal zurück und gucken gerade nach Aufträgen, ob da was gekommen ist, was uns noch weiterhelfen könnte. Two tourists, das ist alles nix momentan. Perform visual surveys of Kerbin. Weiß ich nicht, wo diese Area HLGD ist. Das ist immer dieses Problem. Aha. Das ist ein Hammer Solid Fuel Booster. Den können wir doch auf jeden Fall testen. Warte, jetzt mal gerade nochmal den... Was sollten wir denn da machen? Haben wir jetzt gar nicht aufgepasst, ne? Ach, der wird hier nur auf den Dingens gelauncht. Gut, RT-10. Was ist denn der RT-10? Gucken wir uns den erstmal an, oder? Okay. Das ist der. Den brauche ich nur da haben und dann kann ich den testen, wenn ich den starte. Alles klar. Diese Tests sind die besten, ne? Ist nur die Frage, wenn ich den wegnehme und den wegnehme, komme ich dann zum Test hier für den Decoupler weit genug hoch? 12.000 bis 18.000 Fuß. Mit dem Ding reicht das. Und dann noch die Geschwindigkeit haben. Ich glaube nicht unbedingt. Deswegen brauchen wir da bestimmt noch ein weiteres Teil. Ach, wir haben nur so einen Tank hier. Der ist doch so mini, ne? Das ist nix, ne? Ich glaube, da müssen wir mal gerade doch vielleicht schon mal... Don't save. Brauchen wir gerade nicht. Dann müssen wir nochmal ja, kurz in die Forschung gucken. Und ich glaube, jetzt ist es dann doch an der Zeit, dieses hier zu machen, weil da ist ein größerer Tank. Das ist der große Solid View. Dann gibt es da auch noch einen Antrieb. Ja, ich glaube, dann werden wir wohl doch jetzt hier dieses erforschen. Einfach aus dem Grund, damit wir diesen Tank auch kriegen, ne? Weil den brauchen wir jetzt irgendwie doch. Oh, ein bisschen groß hier, ne? So. Der ist es.
Der sieht dann schon ein bisschen besser aus wie der andere. Und dann haben wir natürlich einen Antrieb, der zweite hier, der ist dazugekommen. Aber der ist leichter. Und sogar stärker. Machen wir den da dran. Und die Kappler brauchen wir dann noch. Und den Solid Fuel Booster. Den können wir jetzt natürlich auch benutzen, ne? Aber den brauchen wir nicht, glaube ich nicht. Brauchen den. So, und dann gucken. So, steht sie da. Jetzt speichern wir das Ganze und hoffen, dass wir so weiterkommen damit. Was von Vorteilen wäre, wäre vielleicht noch so eine kleine Antenne drauf zu machen. Ah, und eine Batterie oder nicht? Das ist die Frage, ne? Ah, wo war denn Batterie? Antenne, da war sie. Ja, ich mache das mit der Batterie, um dann die Forschungsergebnisse direkt von oben runter zu machen. So, und dann ist der Test angesagt, würde ich sagen. Und ich glaube, wir können direkt auf die Startrampe gehen. Mal hoffen, das klappt, ne? Gucken wir uns das erstmal an. So, da steht sie. SRS an. Lass mal an, damit wir da richtige Position auch haben, wenn wir dann gucken wollten. Das ist geklärt. Und dann würde ich sagen, ist eigentlich schon an der Start klar, oder? Hier oben noch aufmachen. Dass wir das alles schön sehen. Der Test ist ja gleich sofort durch, wenn wir die Leertaste gedrückt haben. Ich sehe schon, da müssen wir noch ein bisschen was durcheinander machen. Oder nicht durcheinander, sondern in die richtige Reihenfolge bringen, ne? Das ist das Triebwerk, das ist das. Und da brauchen wir noch einen mehr und der kommt dazwischen, ne? So. Jetzt ist es erstmal richtig. So, da haben wir hier schon ein paar Forschungspunkte sofort da. Und dann denke ich mal, können wir aber auch schon loslegen, ne? Wollen wir hoffen, dass wir das hier mit dem alles so hinkriegen. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! So. Erster Test erfolgreich. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hochkommen. Und weg mit der Geschichte, die zweite Stufe dran. So. Jetzt fehlt uns nur noch die Höhe, ne? Geschwindigkeit. 640, oh, das ist ja viel zu schnell. Und dann müssen wir mal langsamer werden, ne? Höhe passt jetzt, nur Geschwindigkeit passt jetzt nicht, oder? Ah, jetzt ist die Höhe zu hoch. Super, hm? Da haben wir geschlafen. Wir hätten kein Gas geben dürfen. Wie hoch fliegt sie? 40.000 Meter, du glaubst es nicht. Gut. Das heißt, wir müssen gleich gegenlenken, denke ich mal, wenn wir runterkommen, oder? Weiß ich jetzt aber auch nicht. Okay, was haben wir jetzt hier für eine Anzeige? Auch schick, ne? So, Geschwindigkeit würde passen. Aber Höhe nicht. Weil wir viel zu hoch sind. Aber wir sind jetzt, glaube ich, gleich auf dem Rückweg schon, ne? Also wieder runter. Gut. Das ist die Frage. Geschwindigkeit ist zu langsam. Das würde bedeuten, wir müssten noch beschleunigen, ne? Oh Mann, ey. Jetzt geht's erst runter.
Mal nochmal schneller, dass wir runterkommen. Achtzehntausend ist das passende. Ein paar Geschwindigkeit haben wir wieder. Wo hapert es jetzt dran gerade? An der Geschwindigkeit. Wir sind zu schnell. Das heißt, wir müssen mal gegensteuern. So, Test erfolgreich, ne? Wunderbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das schaffen, aber war ja wär's wert, ne? 10.000 Meter, wir fallen wieder runter. Keine Vorstellung, wie hoch wir sind, aber wir sind ziemlich am Landeplatz, also werden wir irgendwo in der Nähe bei 100 Meter oder sowas runterkommen, gehe ich mal von aus. So, 6, 5, 4.000 Meter. Ja, bei 2,5 machen wir es auf, denke ich, oder? So, Fallschirm raus. Alles gut, sieht gut aus. Da ist irgendein Teil kaputt gegangen. Ist aber nicht schlimm für uns. Also, okay. Statusbericht, ne? Haben wir nicht. Super, das hat wieder gut geklappt, ne? Kein Statusbericht, auch gut. Umsonst mitgenommen, die Klamotten, ne? Egal. Ich mach mal gerade ein bisschen schneller runter. Obwohl das ja auch immer ein bisschen Risiko birgt, ne? Naja, okay, da sind wir auf jeden Fall gleich unten. Sehe ich den Schatten irgendwo? Nicht wirklich. Ist ja auch dunkel. Gucken wir mal so, vielleicht kann man so dann erkennen, wie hoch wir noch sind. Stufe 2. Ja. 200 Meter. So, irgendwo müssen wir jetzt gleich runterkommen. Irgendwo was zu sehen von Schatten. Da ist eine Lichtreflexion im Seil, aber mehr auch nicht. Aber wir sind jetzt gleich da. Gut, okay. Haben wir geschafft. Restore Vessel, ne? Oder wie das auch immer heißt. Gut. Keine Punkte. Komisch. Ein paar Teile haben wir ein bisschen was wiedergekriegt und die Crew hat wieder keine Erfahrungspunkte. Naja. Was soll es? Können wir auch nicht ändern. Gut. Ja, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.